Während die russische Invasion in der Ukraine in ihr zweites Jahr geht, sehen sich die Frauen in dem Land ernsthaften Risiken einer größeren Verantwortung bei der Kinderbetreuung und dem enormen Stress und Schwierigkeiten des Lebens in Kriegsgebieten ausgesetzt. Frauen sind vermehrt sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt und Gesundheitsrisiken ausgesetzt und müssen für ihre Familie Entscheidungen über Leben und Tod treffen. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Frage nach der Stellung der Frau während des Krieges ist die Gefahr, die auch im Ausland besteht. Für Raubtiere und Menschenhändler ist der Krieg in der Ukraine keine Tragödie, warnte UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Er ist eine Chance und Frauen und Kinder sind die Zielscheibe. Selbst in Friedenszeiten sind in der Ukraine und in den Nachbarländern Gruppen von Menschenhändlern aktiv. Der Krieg ist für sie ein idealer Deckmantel für ihre Geschäfte geworden. Jeder kann auf dieser Station erscheinen. Am ersten Tag, an dem ich Freiwilliger wurde, sahen wir drei Männer aus Italien. Sie waren auf der Suche nach schönen Frauen, die sie in die Sexsklaverei verkaufen wollten. Ich rief die Polizei. Und es stellte sich heraus, dass ich recht hatte. Es war keine Paranoia. Es war furchtbar. Das organisierte Verbrechen, einschließlich sexuelle Ausbeutung, Organhandel und Sklavenarbeit, ist nicht die einzige Bedrohung. Flüchtlinge werden auch von Einzelpersonen ausgebeutet. Menschen in Polen, Deutschland, Großbritannien und anderswo haben ihre Häuser für Flüchtlinge geöffnet und die meisten von ihnen haben die besten Absichten. Aber leider nicht alle von ihnen. Amnesty International zitiert in seiner Erklärung die Aussagen zahlreicher ukrainischer Frauen, die die Schwierigkeiten beschreiben, denen sie während des Krieges ausgesetzt waren. Dies sind die Geschichten aus dem wirklichen Leben, die wir in unserem Video vorstellen möchten. Irena erzählt von vielen Fällen, an denen La Strada Polen arbeitet. Ukrainischen Mädchen wurden Flugtickets nach Mexiko, in die Türkei und in die Vereinigten Arabischen Emirate von Männern angeboten, die sie nie getroffen haben. Amnesty International stellt außerdem fest, dass die russische Invasion negative Auswirkungen auf die psychische, physische, sexuelle und reproduktive Gesundheit der Frauen in der Ukraine hat. Frauen und Mädchen haben auch nur begrenzten Zugang zu Menstruationshygieneprodukten und sind manchmal gezwungen, zwischen diesen und Lebensmitteln zu wählen, da ihnen die finanziellen Mittel fehlen. In den sozialen Medien fanden wir einen Beitrag einer ukrainischen Frau, die nach Düsseldorf in Deutschland geflohen war. Die Faktoren, die ukrainische Frauen dazu bringen, verlockende Online-Angebote anzunehmen, um Schwierigkeiten zu vermeiden, nehmen während des Krieges ebenfalls erheblich zu. Die beiden vorangegangenen schockierenden Fakten über die Situation der Frauen während des Krieges sind jedoch nicht die letzten. Sexuelle Gewalt ist zu einem der schädlichen Mittel geworden, mit denen die Russen der ukrainischen Bevölkerung schaden.